So, moin von der Insel. Heute wieder ein kleiner Spaziergang und zwar in die historische Kornkammer der Insel, quer durch Kaitum. Das ganze Ding dauert mal locker eine Stunde. Ich bin Alex Lenz, neben mir Andreas Fricke aus, wo kommst du her? Flensburg. Aus Flensburg ist unser Kameramann vor Ort immer hier, wenn große Ereignisse sind, wie jetzt zum Beispiel der Windsurf World Cup. Wir gehen es ein bisschen grusamer an heute und zeigen euch ein bisschen was von Kaitum. Einer der schönsten Orte der Insel, denke ich mal. Und los geht das. Ich kann es aufnehmen. So, Leute, los geht die Tour. Wir sind hier an der Kaitumer Kirche. Da ist gerade eine Hochzeit. Da wird immer gerne geheiratet auf Sylt, das wissen wir ja. Kaitumer Kirche ist die wohl älteste Kirche hier auf der Insel und auch, ja, nicht das, was man von der Kirche erwartet, wenn man sie auf den ersten Blick sieht, aber von innen ist sie halt traumhaft. Ich möchte jetzt nicht rein, da war gerade eine Bestattung. Der Kaitumer Friedhof ist allerdings ein wirklicher Hammer für Leute, die sich in der Historie der Insel so ein bisschen umschauen wollen. Hier liegen viele Kapitäne begraben, wie hier. Geboren 1734 und seine Frau 1729, Uwe und Inken Peters. Das ist schon krass ausgebuddelt und dann wurde er natürlich restauriert aufwendig. Davon gibt es auf der Rückseite noch ganz viele. Ich war heute Vormittag schon hier, habe mir das angeschaut. Das war schon grandios. So, dann wollen wir mal laufen. Andi, bist du fit? Jo. Das ist ja doch ein Stündchen, ne, was wir hier jetzt durch die Gegend laufen. Das kriegen wir hin. Ja. Ja, Kaitum, hier liegt Augstein begraben auf dem Friedhof. Sehr viele Promis haben sich hier betten lassen. Und wir haben übrigens auch eine eigene App, eine Führungs-App für eben jenes Kaitum hier gemacht. Die werden wir im nächsten Frühjahr, werden wir die launchen. So, dann laufen wir mal los. Die ersten Meter sind noch nicht so spannend, weil wir müssen uns ja erstmal in den Ortskern vorwagen. Andi, warst du schon Kaitum spazieren? Ja, das ist aber schon ziemlich lange her. Das heißt, es ist doch wieder neu für mich. Siehst du, immer was Neues, du. Interessant sind hier, es gibt viele geführte Touren und da laufen dann immer 50, 60 Leute im Pulk, rennen dann hier hoch. Der letzte Punkt ist die Kirche hier. Wir fangen an mit, ja, von der Kirche starten wir. Kaitum selber ist, ja, ein altes Kapitänsdorf, ist im Prinzip das Kampen der 1700er, 1800er Jahre, denn damals waren die Leute ja nicht ganz so reich. Sylter waren ja Fischer oder Bauern vielmehr. Und gerade die Westseite, da wo jetzt Westerland ist, war es so, dass die Stürme und die Fluten dafür gesorgt haben, dass das Land immer kleiner wurde. Und entsprechend der Landverlust hat dazu geführt, dass die Leute immer weiter nach Osten sind, Richtung, ja, Richtung Festland fast, ne? Also in Richtung vom Meer weg. Und es hat dann dazu geführt, dass ganz im Osten natürlich dann der sicherste Platz auf der Insel war. Und die haben sich dann so die Reichen und die Schönen des Mittelalters, sagt man nicht Mittelalter, war es ja nicht, das war die 18. Jahrhundert, war, ne? Welche Zeit war das? Barock? Nein, Barock war früher. Ja, sowas. Ja, 18. Jahrhundert war halt hier die Hochzeit der Kapitäne. Viele Sylter damals aufs Meer, viele auch nicht zurückgekommen. Und ja, wer sich's leisten konnte, der baute sich dann hier ein Häuschen. Und die Häuschen sind sehr beeindruckend. Ich glaube, kann man sich gerade im Augenblick so als Otto-Normalverdiener wahrscheinlich auch nicht leisten. Ich weiß gar nicht, was so ein Haus. 5, 6 Millionen muss man schon rechnen für so ein schönes Reetdachhaus. Auf der Tour werden wir an einige Plätze kommen, die, ja, Inselhistorie sind. Und das ist so der typische Look der Häuser hier. Schöne
Giebel, Reet. Wie überall auf der Insel ist es ja nun mal so, dass wir Keitum, Kampen sowieso, Neubauten generell unter Reet stattfinden müssen. Was schätzt du, was kostet ein Reetdach? Du meinst jetzt nur das Dach? Ja. Ja. Wenn man sich so ein Reetdach hier hinhaut aus seinem Haus zu Hause. Was das denkst du? Wird schon so ein Viertel des Gesamthauspreises. Tatsächlich nicht. Aber die Aussicht ist natürlich unschlagbar. Ne? Das ist schon ein Träumchen. So ein Reetdach rechnet man ungefähr mit 40.000 Euro. Haltbarkeit, ja, 25 Jahre circa. Und dann muss es halt neu gemacht werden. Und viele Objekte hier natürlich zur Vermietung. Lala. Und der Inselschnelldienst. Immer unterwegs. Im Namen des Herrn. So, nächstes Häuschen. Schon schön. Leider leer. Kein Mensch zu sehen. Aber Achtung. Sehenswert. Ganz gefährliche Ecke hier doch. Die Wachhunde. Man hört sie auch nicht. Ja, und da schaut man dann auf diese Reetdachhäuser. Oha. Ich und die Kamera. Also. Und da sieht man dann schon auch diesen Moosbewachs. Die haben eine eigene Klimaanlage dann im Haus, die Leute. Das ist ein Riesenvorteil. Im Sommer hast du es angenehm kühl, im Sommer angenehm warm. Hat aber auch Nachteile, die Architektur. Denn die Sylter haben damals mit halbem Stein gebaut. Das heißt, Häuser wurden zwar mit Stein gebaut, aber eben nur mit halbem Stein. Die hat der Deichgraf hat die hier verteilt. Ne? Da kriegt jeder seinen Anteil Steine, um ein Haus zu bauen. Aber da nicht so viel Stein war, da hat jeder nur einen halben Stein bekommen. Dementsprechend dünn sind die Wände. Jetzt wohl nicht mehr, ich denke mal, wurde nachisoliert. Ne? Aber dünn waren die Wände und relativ zügig, recht zügig da. Und was haben die Friesen dann gemacht? Was haben sie gemacht? Sie haben sich Strandkörbe, und so wird der Strandkorb erfunden tatsächlich. Die Friesen haben sich Strandkörbe ins Wohnzimmer gestellt, um den Zug ein bisschen abzuhalten. Das hier ist der alte Mühlenhof. Gebaut wahrscheinlich von Andreas Jensen, der vermutlich 1754 gestorben ist. Bei dem Alter kann man davon ausgehen, er ist auf See geblieben. Und ja, das war dann hier eine Ölmühle. Es wurde also Raps gemahlen und dann wurden die ganzen Geschichten nach Altona verkauft. Das hat sich aber dann auch Mitte des 19. Jahrhunderts erledigt. Da gab es wahrscheinlich andere Ölquellen. So. Mittlerweile auch. Was haben wir hier? Andi, was ist das? Ein Ferienhaus, denke ich mal. So. Ja, viele Leute haben reagiert auf die letzten Videos, fanden die ganz cool, dass wir hier mal auf der Insel ein bisschen spazieren gehen und den Leuten mal abseits vom Touristenrummel ein wenig die Insel erklären und zeigen. Und sie ist es wert, also gerade Keitum. Also wer hier jetzt natürlich noch viel zu tun, also hier ist viel los. Viele Gäste auf der Insel unterwegs im Augenblick. Sylt ist ja proppevoll, Oktober, goldener Oktober, die Sonne scheint. Tag der Deutschen Einheit gestern und damit volles Haus auf der Insel. Und, aber wenn man hier langläuft im November und man hat so einen Tag wie heute mit Sonne, dann ist es ein Traum einfach, weil hier ist dann niemand. Du läufst quasi komplett alleine durch das Dorf. Und dann hat man auch noch diesen dörflichen Charakter, obwohl dann hier, wie auch überall anders auf der Insel, wo solche schöne Bauten sind, niemand ist. Also Geisterstadt.
Aber das Thema hatten wir ja schon beim letzten Spaziergang im Sonnenland, haben wir ebenfalls gedreht. Und hier hast du natürlich eine Aussicht. Wir gehen gleich noch auf der Seeseite zurück. Da haben wir dann einen traumhaften Blick, aber den hat man natürlich auch schon hier. Kann man. Ich hoffe, man erkennt es. Es ist wunderschön, es ist auch ruhig. Das ist Keitum. In jedem Fall für viele Sylter und auch Gäste ist Keitum eigentlich das schönste Dorf der Insel. Wenn man noch nicht immer laufen müsste, ne, Andi? Das ist ja. Wie viele Schritte hast du heute schon gemacht? Ach, so einige. Ich war ja schon 5 Kilometer joggen heute. Ach du meine Güte. Und immer wieder zurück an den Strand. Das bringt dann schon so ein bisschen was zusammen. Ja. So. Ja. Eine ganz interessante Geschichte verbirgt sich hinter diesem Haus. Und zwar war dies das Haus der Sylter Heringsfischereigesellschaft. Für die wurde dieses Packhaus gebaut. Und ja, man versuchte tatsächlich hier Heringe zu fischen in der Nordsee und hat man sich dann gedacht, okay, wir fischen hier Heringe. Das ist eine hervorragende Idee, weil wir sind ja auf einer Insel und muss natürlich dann auch der Hering herumschwimmen. Allerdings ist das schon 100 Jahre vorher aufgegeben worden, weil wir hatten in Hörnum eine Heringsflotte tatsächlich, aber durch die Stürme sind immer viele Leute über Wasser, über Boot gegangen. Und die Idee, hier natürlich so ein Packhaus zu bauen mit einer Heringsfischereigesellschaft, ist natürlich großartig für eine Insel, aber ja, schon ein paar Jahre später war dann Ende Gelände und die Pleite kam. Ja, und seitdem passiert da nicht mehr so viel in Sachen Heringsfischerei. Ich glaube, die Krabbenfischerei ist hier auf der Insel wahrscheinlich das lohnendere Geschäft. Was habt ihr in Flensburg für Fische? Ist Hering, ne? Ab und zu kommt mal ein Hering vorbei und dann machen die auch. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ach du meine Güte. Also ich weiß, dass meine. Ich esse gern Fisch, aber ich fange ihn nicht. Meine Oma, die war damals in Kiel. Und da war es tatsächlich so, du konntest dann tatsächlich in der Kieler Förde mit den Händen die Heringe aus dem Wasser holen, weil es in der Ostsee so viele Heringe gab. Nein, das ist durch die Großfischerei leider nicht mehr so. Aber der eine oder andere Dorsch geht, glaube ich, den Leuten immer noch mal ins Netz. Dorsch, ja. Dorsch ist ja dann. So, die Möwe der Meere, die gibt es noch reichlich, das stimmt wohl. So, wir werden jetzt einfach hier mal gerade auslatschen. Oder, was die bessere Variante ist, wir gehen rechts in die Ecke. Wie gesagt, Keitumer Kirche gestartet und dann Straße runter und dann geht es irgendwann nach rechts. Mal sehen, was wir da mitnehmen. Wir haben sogar hier Weinberge in Keitum. Wann soll es sich für möglich halten, Andi? Wir haben hier Wein auf der Insel. Sylwin. Aber ich glaube, wir sind schon vorbeigelaufen an den Weinfeldern. Ja, vielleicht ist es ein kurzer Abstecher, müssen wir mal schauen. Und da hast du so ein typisches Kapitänshaus, ne? Gebaut. Boah, die Sonne ist ja Killer hier. Gebaut 1698. Das ist schon bitten weit her, ne? Das ist nachhaltig. Ja, das nennt man nachhaltige Bauweise, ja. Das konnten wir Friesen schon vor 320 Jahren. So, Wohnecke haben wir natürlich auch hier. Überall. Ja, die kleinen Gässchen. Also so stelle ich mir eigentlich einen Urlaubsort vor. Auch tatsächlich so auf einer Insel, wo man so durch diese engen Gassen läuft und eigentlich überall eine kleine Überraschung findet.
Überall ein bisschen Geschichte. Überall ein bisschen Geschichte und manchmal auch die Polizei. Aber apropos Polizei. Hier ist das alte Pfarrhaus, beziehungsweise das ist nicht mehr das alte Pfarrhaus, das ist jetzt nur noch das Pfarrhaus, denn das alte Pfarrhaus, das hat irgend so ein Verrückter in den 70er Jahren abgefackelt. Wir hatten ja einen Feuerteufel auf der Insel und der halt hat das ein oder andere Haus abgebrannt. Den Kollegen hier haben sie geschnappt, der das gemacht hat, und der hat das alte Pfarrhaus abgebrannt. Das ist dann wieder aufgebaut worden. Sieht jetzt so aus. Und hier finden dann auch immer kleinere Events statt. Ich weiß noch, dass sie damals hier auch Karneval gefeiert haben. Also es hieß ja nicht Karneval, das heißt Fasching. Fasching bei uns wird eigentlich von den Erwachsenen kaum gefeiert auf der Insel. Was heutzutage Halloween ist, war das damals für die Kinder, das ging dann am Petritag, ging das rund, da wurde sich verkleidet und dann ging das los. Ja. Und ja, Reetdächer, es gibt gar nicht so viel Reetdachdeckereien, ne? Man kann nicht irgendwie in den gelben Seiten in Frankfurt gucken und sagen, ho, guck mal, ich würde jetzt ein Reetdach haben. Die sind eigentlich rar gesät, oder? Das ist richtig. Da herrscht absoluter Fachkräftemangel bei den Dachdeckern, die diese Zusatzausbildung der Reetdachdeckerei beherrschen. Es ist eine Zusatzausbildung. Ich habe gedacht, das kann man nativ lernen, also rein Reetdachdecker. Also ich bin der Meinung, dass die alle normale Dachdecker sind, ja, und zusätzlich dann das Reetdachdecken dann machen, wenn denn das gebraucht wird. Hier auf der Insel natürlich massiv. Ja, weil ich hätte damals ja Reetdachdecker lernen sollen, aber habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so der Handwerker bin. Und ja, habe ich dann anders entschieden. Ja. War vielleicht für die Hausbesitzer ganz gut? War für die Hausbesitzer auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Eine Win-Win-Situation, sagt man. Ja. Aber es sind schon schöne Häuschen. Ne? Wenn man sich auch vorstellt, wie viele Generationen von Menschen hier gewohnt haben. Welche Geschichten die haben. Was dort passiert ist, was für tolle Tage und was auch für miese Tage. Denn als die Häuser gebaut wurden, ja, ärztliche Versorgung war auf Sylt jetzt auch nicht so der Brüller. Also es gab zwar einen Inselarzt tatsächlich, aber ja, die medizinische Ausbildung war jetzt nicht so, dass man, der hat wahrscheinlich auch gleichzeitig war der Friseur und Zahnarzt so, also alles gemacht. Schmied meistens auch gerne. Schmied noch dazu. Ne? Ja. Hier ist das Armenhaus. Kommt vor allem ein Auto. Autos haben wir auch eine Menge hier leider. Ja, wir hatten tatsächlich ein Armenhaus. Das sieht natürlich jetzt anders aus, aber vor vielen, vielen, vielen Jahren, nämlich 1827, wurde das Haus gebaut. Und der Grund war eigentlich relativ einfach, wenn die Männer auf See waren und viele sind nicht zurückgekommen, dann hinterließen sie halt Witwen, meist mit vielen Kindern, wobei die Kindersterblichkeit war halt auch hier hoch in der Zeit. Und die mussten halt irgendwie versorgt werden. Und dann gab es tatsächlich, das ist ja auch ein knuddeliges Haus, ne? So, kurz besprochen hier. Ja, schönes kleines Häuschen. Ich liebe es. Und so klein es auch ist, es gibt ja in Kampen auch, Kampen kommen wir auch nochmal zu. In Kampen haben wir das Waterküken, was einen Wert von 8 Millionen Euro haben sollen. Und das hat nur wenige Quadratmeter. Oha, der Herr Nachbar mäht den Rasen.
Ja, dazu kommen wir auch noch später. Ist ein auch ein interessantes Thema, wie Quadratmeterpreise sich auf der Insel hier entwickeln. Das ist schon astronomisch. So, und jetzt kommen wir so in die Ortsmitte von Kampen. Kampen, ja. Super. Wo sind wir? Ja, sind wir. In Kaitum. In der Mugmasche in Kaitum natürlich. Und hier finden wir jetzt ganz viele Designerläden. Und es ist nur mal hier der Lauf der Dinge, dass all diese Geschäfte ja früher zum Teil waren sie Wohnhäuser. Zum größten Teil waren sogar Wohnhäuser. Es gab natürlich auch einige wie hier die Oma Wilma. Da wurde schon vor ein paar hundert Jahren gekocht. In der guten Heimatküche. Und hier muss man ja wirklich aufpassen. Das ist ja hier eine wilde Nummer mit den Autos. Da ist die alte Schule von Kaitum, die es mittlerweile natürlich nicht mehr gibt. Schule hat sich. Es gibt noch eine Grundschule, soweit ich weiß, an der Kaitumer Kirche, aber ansonsten weiterführende Schulen haben wir im Westerland. Das Schulzentrum. Ihr hört es, hier ist ganz schön Halligalli, wie in Roma. So, jetzt nochmal hier zur Oma Wilma, unserer kleinen Küche. Ach nee, was gibt es über dieses Haus zu berichten? Wann, alte Friesenwirtschaft. Wann wurden die gegründet, gebaut? Gebaut wurde das Ganze Anfang 19. Jahrhundert. Und im 1875 ist das erste Mal dieses Haus in der Gastronomie erwähnt worden. Oh. Christian Peter Christiansen, 1855 bis 1922, hat hier seine kleine Kindheit verbracht. Ja, und er schrieb das Lied Üsöringlöhn. Das ist ja hier so unsere kleine Nationalhymne auf der Insel. Ich spreche leider gar kein Friesisch. Ich verstehe das. Komischerweise, also wenn du in Norddeutschland wohnst oder daherkommst, verstehst du noch, wie die alten Leute so reden. Aber selber sprechen ist eine ganz schwierige Kiste. So, das ist die alte Schule hier. Hier waren also früher Klassenräume. Und es wurde fleißig geübt. Mittlerweile ist hier Marlo drin, Designer-Boutique. Und das Haus ist ein ganz interessantes. Weißt du, wer hier gewohnt hat? Wer hat hier gewohnt? Der Kapitän, der diesen riesen Passagierdampfer namens Wilhelm Gustloff gesteuert hat. Das Ergebnis ist bekannt. Er wurde dafür richtig abgefeiert, dass er dieses Schiff gefahren hat, was er nicht wusste, auf seiner letzten Fahrt mit 10.000 Menschen an Bord, dass ein russischer Kapitän ein bisschen was dagegen hatte und hat dieses Schiff versenkt. Und das war die größte Schiffskatastrophe überhaupt. Leider wird da wenig dran gedacht oder es gibt kaum Andenken. Wie jetzt zum Beispiel an die Titanic. Ja, das war halt der Zweite Weltkrieg. Und ja, man hat das dann als Kollateralschaden bezeichnet. Schon traurig. Aber ja, für einen Sylter-Kapitän euch eine große Ehre, so ein großes Schiff zu fahren. Ja, hier geht's weiter mit Atelier und Atelier Berthou. Und hier ist wieder eines dieser verwunschenen kleinen Häuschen. Das ist eigentlich. Nee, Gurtstieg 21, das ist schon. Oh. Aber es ist das, was Kaitum meiner Meinung nach ausmacht. Das sind eben diese alten Reetdachhäuser. Aber hier sieht man an dem Dach zum Beispiel ganz genau, welche Problematik sich mit einem alt werdenden Dach ergibt. Ja, Moosbewuchs. Und dadurch wahrscheinlich im Kern auch so ein bisschen angegriffen. Das ist genau wie hier. Da
kannst du schon bald einen Rasenmäher hochstellen. Aber ja, muss man halt mal wieder schön machen alles. So, wohnlich, auch eine kleines Einrichtungshaus. Nee, ist eine Boutique, ne? Und hier auch schön, das ist ja das, was in Westerland im Augenblick an der Strandstraße so vermisst wird, dass man da auch Blumen pflanzt, dass das schön wird. Aber wir haben auch einen Unterschied im Publikum, während hier in Keitum eher so die Leute, die Gegend schlendern abends, haben wir in Westerland aktuell natürlich abends das Partyvolk, zum Beispiel im Sommer. Und da wird so ein Beet, kriegt auch schon mal ein bisschen, ja, den Frust zu spüren und wird kaputt gemacht. Kann alles passieren. Ja, hier lebt man ein bisschen ruhiger, auch wenn der Verkehr das vielleicht nicht erahnen lässt. Ein Reitstall, Andi. Wird Zeit, dass du... Oder du nimmst lieber den Trecker wahrscheinlich, ne? Ich wollte gerade sagen, also ich nehme das vierrädrige, geländegängige Fahrzeug. Ja. Ist auch sehr schön. Groß Anwesen. Finde ich. Allerdings kein Red, ne? Also dieses Haus hat kein Red. Obwohl auch 1915 gebaut. Ist da die Verordnung schon? Das ist Pflicht? Nein, das war Tradition. Aber ich glaube, dann 1915, Anfang des 20. Jahrhunderts oder in den Kriegsjahren hatten die Leute andere Sorgen, als ihre Häuser aufwendig mit Reet zu belegen wahrscheinlich. Oder es kann auch sein, dass man dann von Reet auf ganz normal auf diese Schieferplatten gewechselt ist. Ja, hier jetzt Bugatti anwesend, ansässig. Kann sich vorstellen, dass hier Sylter Familien gewohnt haben und ja, mittlerweile halt nicht mehr. Wie man in dieses Haus kommt, ist mir so ein bisschen schleierhaft, denn da bedarf es dann schon einer Idee. Im Zweifelsfall lange Beine, würde ich sagen. Wir können uns das mal aus der Nähe anschauen. Also wir haben diese Tür, die ist ja sehr einladend, wenn auch sehr klein, und dann aber endet es. Also da ist ein Zaun und kein Also es gibt hier nicht wirklich einen Eingang. Ja, ist so. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ist ja interessant. Hast du das Problem verstanden, Andi? Ja, aber das Gebäude geht ja nach hinten noch ein bisschen raus. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass da der eigentliche Haupteingang heutzutage auf der anderen Seite ist. Ja. Wobei, wenn man schaut, die Eingänge sind niemals Richtung Westen gerichtet, sondern immer nach Süden oder nach Osten. Macht auch Sinn. Denn du machst die Tür auf und kriegst erstmal 12 Windstärken ab. Und wenn, dann hat man das ja oft. Was ich allerdings auf Sylt selten sehe, das habe ich sehr viel in Nordfriesland generell oder Eiderstedter Raum, dass die Türen halb geteilt waren. Weil einfach die Leute konnten die Tür aufmachen, konnten oben rausgucken, waren aber unten rum geschützt vom Wind. So ähnlich wie bei Stellen. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum diese Häuser so, also diese Türen so aufgebaut waren. Wieder was gelernt fürs Leben, Andi. Sag dir. Ich wusste, das wird heute lehrreich. Das wird heute. Und das hier ist das alte Zollhaus. Hier wurde lange Jahre lang war hier der Zoll im Dienst, hat sich mittlerweile dann auch erledigt, obwohl wir immer noch Zollgrenzgebiet sind. Wusstest du das? Zu denen. Ja, und wir haben auch relativ harsche Kontrollen auf der Insel immer noch. Fast immer Zollfahrzeuge rumsetzen, wobei ich glaube, die machen das auch eher so routinemäßig. Einen wirklichen Sinn dahinter sehen sie auch nicht mehr. Die sind nur hinter den Schwarzarbeitern heutzutage. Ja, das stimmt. Und da soll es auf Sylt ja so einige geben. Da hatten wir ja auch wieder so einen Fall. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und die interessiert uns jetzt auch gerade gar nicht. Hier genießen das Schöne. Das ist auch ein typischer friesischer Name. Ja? Straßenname, oder? Mellenbei. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. So, und das war hier so, da gibt es ja das landschaftliche Haus, wunderschön, im Garten auch,
Das landschaftliche Haus, 1764 gebaut, auch natürlich ein Reetdachhaus. Das war so der Treffpunkt, im Prinzip sowas wie das Rathaus. Hier wurde gefeiert. Hier wurde gefeiert, hier wurden die Deals abgeschlossen, hier traf man sich und Gemeinderatssitzungen oder ähnliches abgehalten. Heute ebenfalls natürlich in der Vermietung. Oder ist es noch eine Gaststätte? Es war jahrelang eine Gaststätte, die benutzt wurde, im Prinzip um Gemeinderatssitzungen abzuhalten. Und das hier, Andi, weiß ich nicht, bist du ein Kind der 90er? Eigentlich eher der 80er. Das, und 70er. Das Zimmer oben rechts, ne? Das gehört dem Erfinder von Robby. Tobi und das Fliefertyp. So ist das nämlich. Ja, das ist ja sensationell. Ja, der hat da gewohnt. Da hat er gewohnt. Boy Lornsen hat hier in Keitelmein überall Spuren hinterlassen. Und ja, können wir mal, was die Gemeinde hier aufgestellt hat, ein sehr schönes Schild. Da stehen soweit alle Informationen drauf, die man so wissen will, dass er sehr, sehr, sehr stark war im Schreiben, das war schon vorklar. Er hat, was hat er gemacht, als Funker war im Krieg, dann hat er als Zimmermann gearbeitet, danach eine Ausbildung zum Steinbildhauermeister, dann hat er in Brunsbüttel gewohnt. Not so auf dem Nord-Ostsee-Kanal war. Sein Vater war es, ja nicht, ne? Oh, ja. 1980 ist er zurückgekommen, hat hier als freier Schriftsteller gearbeitet und 1995 ist er verstorben nach kurzer Krankheit. Drei Schulen in Schleswig-Holstein tragen seinen Namen. Also, er ist schon eine Insellegende. Und ja, in den, ich glaube, es waren glaube ich die 80er, wo die Kinder dann vor dem Fernseher hingen und die aufregenden Abenteuer dann genossen haben. Ja, das hat die Gemeinde super gemacht, beziehungsweise ein Arbeitskreis. Ich glaube, Silke von Bremen ist hier auch involviert, die ja auch Führungen anbietet in Keitum und hat zu jedem Haus im Prinzip was, was wichtig ist oder auch wo wichtige Persönlichkeiten gewohnt haben, hat sie Schilder oder haben die Leute Schilder herstellen lassen. Teilweise nicht mehr ganz aktuell. Hat sich ja doch auch so ein bisschen was getan hier in den letzten Jahren. Und ja, ist aber schön hier zu wohnen auch. Oh, das hat tatsächlich die Türöffnung nach Westen, denke ich. Das kann immer recht kühl gewesen sein. So, jetzt gehen wir hier rum. Christian Peter Hansen Allee. Christian Peter Hansen, 1879 gestorben, war ja der Inselchronist. Dem haben wir viel zu verdanken über das, was wir heute aus dieser Zeit wissen, aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, das hat er alles aufgeschrieben. So haben wir die ganze Inselgeschichte im Prinzip verbürgt. Im Inselarchiv übrigens, im Westerland. Hier ein Different Store. Da hängt auch schon seit Ewigkeiten ein Schild dran, an Investoren zu verkaufen oder Investitionsobjekt. Aber ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wie lange das da schon hängt. Auf jeden Fall haben sie statt einem günstigen Variante eine Plastikschild, haben sie richtig schönes, ich glaube, ein Alu-Schild sogar genommen. Es dauert wohl immer ein bisschen, bis sowas verkauft wird. Wer also hier mal auf Sylt gerne so ein schickes Häuschen haben will, kann sich hier ein kleines Investitionsobjekt aussuchen. Ob die klasse Telefonzelle dazu gehört, weiß ich gar nicht. Habe ich auch schon mit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Dazu zu gehört. Ja. Vielleicht kann man sie auch separat. Ja, und hier diese alte Keitumer Straße. Schön. Und jetzt machen wir den Knick hoch zum Keitumer Schwimmbad, was es ja auch nicht mehr gibt.
da gibt es auch lustige Geschichten. Also als man hier in den 70er Jahren an einem sonnigen Sonntag morgen im Sommer von Westerland nach Keitum gefahren ist mit dem Fahrrad, da bist du im Prinzip in einer einzigen Kolonne gefahren. Das war, als wenn du zum Rockkonzert fährst. Die komplette Landstraße verstopft, alle wollten hier hin. Denn hier war ja tatsächlich das Keitumer Schwimmbad. Und das Szenario, das war nicht das Schwimmbad, da war natürlich auch richtig was los. Es waren die Toni Marshall-Konzerte zum Beispiel. Toni Marshall ist hier aufgetreten. Und da war ganz wild und Aufruhr. Das war ja damals so der Robbie Williams, der Volksmusik. Und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und die haben mir gesagt, das Einzige, woran sie sich erinnern, ist, dass er Schöne Maid gesungen hat und er hatte so eine riesige Glocke dabei. Und die Leute fanden das Konzert ganz schrecklich, aber immer wenn er diese Glocke geläutet hat, sind die völlig durchgedreht. Das war der Kollege Toni Marshall. Ja, hier gibt es Gastronomie natürlich, das Reblaus, die Krebs. Kann man auf jeden Fall empfehlen, also wenn der offen hat, das ist richtig Leckerei. Und hier Schröders, das geht ein bisschen gediegener, nee. Aber das Bild kennen wir ja aus einem anderen Dorf mit K, auf Sylt. Ja. Aber die Reblaus ist durchaus schon eine Institution, ne? Ja, schon. Das gehört auch einer alten Sylter Familie, meine ich. Ja, hier, schöne Ferienwohnung. Gerne zum Mieten. Ne? So, und jetzt kommt natürlich hier für mich persönlich immer das Highlight. Ist dieser Blick und man kann es sogar in der Kamera erkennen, wie fantastisch dieses Keitum ist. Also wenn ich mal die Wahl hätte, in welchem Ort, dann würde ich Keitum wählen, oder? Wobei es mir zur Westküste ein bisschen weit ist. Ne? Also aufs Wasser ist nicht mal so einfach. Ich meine, du kannst auch hier aufs Wasser, das Problem ist, es ist alle 6 Stunden weg. Ja. Was machst du dann? Ne? Kann dich nicht entscheiden. Kann. Komm wieder, komm weg. Das ist so ein bisschen wie das Wetter hier. Jörnsson, Sylter Band. Sehr cool, sehr witzige Songtexte. Ich glaube, Björn Ingwersen ist da der Songwriter. Und der hat ein Lied darüber geschrieben, Jacke zu, Jacke auf. Und hier ist es genauso. Hier ist es in Schatten, wird es mollig. Ja, und hier haben wir natürlich Rom lässt grüßen. Tatsächlich eine kleine Arena, die wunderschön ist. Kann man sich vorstellen, wie es hier ist, wenn hier ein Konzert ist. Leider in letzter Zeit wenig los gewesen. Das wird auch nochmal alles renoviert jetzt und schöner gemacht. Und dann kann man sich vorstellen, dass hier auf der Insel oder hier in dem Bereich richtig schöne Konzerte stattfinden werden. Da haben auch die Anlieger nichts dagegen, glaube ich. Das ist ja in anderen Gemeinden eher schwierig, aber hier ist es ein Teil vom Ganzen. Und hier war auch der Platz, wo dann Toni Marshall aufgetreten ist. Da sah es noch ein bisschen anders aus, aber hier war richtig was los. Dort war das Schwimmbad. Ein Außenschwimmbad und eine mini kleine Halle. Das ganze Ding ist jetzt in einem kleinen Bauskandal geworden, als man hier eine Therme bauen wollte. Und das war aber völlig unterfinanziert und aus irgendeinem Grund wurde dann beschlossen, man macht nicht weiter. Und seitdem haben wir hier grüne Wiese, ist auch schön. Noch schöner natürlich der Ausblick von hier. Ich weiß, dass wir hier noch vor einem halben Jahr haben wir hier gesessen. Ich glaube, wir haben schon mal einen kleinen Bericht über Keitum gemacht. Und dann haben wir hier auf der Bank gesessen. Mit unserem Hündchen, das war dabei. Ich fand das großartig. Die Gerüche. Krass, oder? Der Horizont vermischt sich mit dem Meer.
das ist so der Unterschied zu jedem Landstrich Deutschlands. Dieses Licht. Da hinten ist das Festland, da soll Dänemark irgendwo rumlungern, ne? Hindenburgdamm lässt sich auch erkennen und die Windmühlen auf dem Festland mit der Kamera wahrscheinlich nicht zu erfassen, aber mit bloßem Auge haben wir zum Glück auf der Insel keine. Dieses Pop, Pop, Pop würde den Leuten auch mächtig in Nerv töten. Ja, und dann geht das hier los, geht das weiter. Und hier kann man dann tatsächlich unten am Strand, also wir haben ja keinen Strand hier, das ist mehr ein Weg am Damm lang laufen. Der geht dann knapp bis zur Kaltemer Kirche hoch. Wir kürzen das ein bisschen ab, denn hier haben wir noch das Museum vor der Nase, was wir euch zeigen möchten. Aber wir können trotzdem noch langlaufen, das alleine ist schon paradiesisch. Ich meine, es ist Oktober, ne? Es sollte eigentlich ja mehr Wind, mehr Regen. Mehr Wind, mehr Regen, ja. Das Surfcup-Wetter ist halt jetzt Windstill und Sonne. Ja. Ja, ja, alleine diese Optik hier. Das ist gemalt, das Gemälde, oder? So unfassbar. Es gab doch mal eine Zeit, da wurden genau solche Motive mächtig gehypt und gemalt und verbreitet. Ja. In fast jedem Haushalt. Ja. In unterschiedlichsten Größen. Boah. So normalerweise. Das ist so. Ja, selbst für Leute, die jetzt nicht so viel mit Natur anfangen können oder mit Wasser, das hat schon was. Muffelt ihr ein bisschen immer noch Algen und irgendwas anderem, aber das ist halt die Natur, ne? Besser als wenn es nach Abgasen riecht. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, da sollte man nicht durchlaufen, da bist du direkt, versinkst du einfach. Und ja, diese Salzwiesen, kleine Salzwiesen nicht. Das Wasser steigt hier ja auch an. Und das ist immer das, was die Menschen auch denken, wenn sie über Sylt denken und sie sehen diese Wellen an der Westseite, denken, zum Glück haben wir die Sonnenaufspülung. Und jetzt guckt der Gimbel nur noch in eine Richtung, Andi. Ich bin das auch mal. Ha. Yeah. Ja, was die Leute denken, wenn sie nach Sylt kommen oder wenn sie Bilder von Stürmen sehen auf Sylt, dann ist der erste Gedanke so, oh, hohe Wellen und so, aber da sind ja Dünen und vielleicht kommt das Wasser ja nicht durch und es steigt dann und wird gestoppt von den Dünen und dem Strand. Aber eigentlich die Gefahr ist bei langen Westwindtagen einfach, dass die Deutsche Bucht vollgedrückt wird mit Wasser und dann kommt das Wasser hier hoch. Und in dem Augenblick hast du hier tatsächlich Hochwasser und hier wird es dann richtig gefährlich. Also hier nicht, hier haben wir eine Deichlage mehr oder weniger, also das Wasser kann hier nicht hochkommen, was natürlich auch einen Grund hat, dass sich hier damals die Menschen so angesiedelt haben. Aber wenn du Richtung Morsum, Arsum gehst, da hast du eben diese Deichlage nicht. Und da wird es dann sehr, sehr, sehr gefährlich, denn 1927 oder 1929 sind die letzten Menschen gestorben hier. Durch Sturmflut tatsächlich, weil eben die Ostseite nicht so geschützt war. Den Damm hat man dann, hau mich nicht fest, es wird da bestimmt einige Leute wissen, die es besser wissen, aber ich meine 1929, 1930 hat man angefangen, dann das nochmal zu intensivieren und hat diesen langen am Rand im Becken geschaffen, diesen langen Deich und hat das so ein bisschen abgefedert alles. Was halt schön ist, ist hier die Natur bezüglich Stand-Up-Paddling. Also du kannst wirklich vom Mundmarscher Hafen, der ist da ganz hinten, bis hier hin paddeln. Hier aussteigen, Häfchen trinken.
meinetwegen im Schröders oder in der Reblaus und dann wieder zurückfahren. Kann man schon mal machen. Ist eine Tour, denke ich mal, ein Stündchen so. Das wäre doch mal eine schöne Tour, oder? Auf jeden Fall. Das verrätst du mir jetzt. Ja, kannst du halt auch im Winter machen. Also bei leichten Westwind hast du hier windgeschützt. Muss halt Schuhe anziehen dann, ne? Weil tief ist es nicht. Du hast höchstens 40, 50 cm Wassertiefe, wenn du in dieser Nähe bleibst. Deswegen musst du es eigentlich ein Stück weiter rausfahren, sonst fährst du dich fest. Wir hatten einen Hafen in Kaitum. Der ist aber versandet. Und daraufhin hat der heißt bestimmt Andresen, Captain Andresen. Der hat dann da den Munkmarscher Hafen gebaut und Munkmarsch war dann ja auch für 50, 60 Jahre das Tor zur Welt für die Friesen. Wir haben es noch nicht aufgekriegt, glaube ich. Die Menschen kamen von Heuer rüber und haben hier dann angelandet. Wusstest du, wie die im Morgen angelandet sind, weil es noch keinen Hafen gab? Mit kleinen Übersetzerbooten? Nee. Die Schiffe sind an Strand gefahren, also so nah es ging, bis sie sich festgefahren haben. Dann haben sie auf die Ebbe gewartet, dann war das Wasser weg, dann sind alle ausgestiegen mit Postkutschen und dann sind sie an Land gegangen und der Kapitän hat gewartet, bis wieder Wasser da war. Also die Anreise nach Sylt war nicht immer so, ich meine, heute ist sie nicht einfach, das kann schon mal dauern von Klangsbüll nach Westerland, das kann schon mal 3-4 Stunden sich ziehen, weil die Züge kaputt sind. Damals war die Sache lag noch mal eine ganz andere. Du musstest da die Tide Rücksicht nehmen, du musstest gucken, dass du ein Schiff kriegst. Du musstest in Heuer teilweise wirklich harte Zollkontrollen über dich ergehen lassen, denn Deutsche waren ja natürlich so ein bisschen auch Staatsfeind. Und da gab es auch einige Schikanen, die wurden teilweise in Haft genommen für eine gewisse Zeit. Ja, und dann, wie gesagt, der Hindenburg war gebaut auf 27, danach war es eigentlich mit Munkmarsch. Munkmarsch das Ding beendet. Und viele Leute dann wurden auch schon arbeitslos, als die Inselbahn ihren Dienst aufgenommen hat, nämlich die ganzen Kofferträger Kutschfahrer, die wurden auch alle arbeitslos. Und das verstärkte sich dann nochmal natürlich, als der Hindenburg dann gebaut wurde. Und hier, ja, hier ist natürlich das Hochlaufen, das Runterlaufen verboten. Denn das ist natürlich eine befestigte Bühne. Es gibt zwar Wege, aber ich scheue mich so ein bisschen, wenn wir jetzt hier öffentlich unterwegs sind und ratschen einfach hier hoch. Da haben wir es auch. Das wollen wir nicht. Das wäre schade. Um mich. Müssen wir da hinten irgendwo hochlaufen, ne? Würde ich sagen. Ja. Wir sind Vorbild. Ja. Also was ihr verpasst, ist im Prinzip das Museum hier. Mit seinem grandiosen Aufstand. Und im Augenblick ist glaube ich LF 52, das ist Luftschutzfaktor 52. Das kurze Surf-Ausstellung. Soll immer noch da sein. Obwohl, der Weg geht eigentlich. Da kommen wir hoch und dann können wir zurücklaufen. Ja, ich erinnere mich vor ein paar Jahren hier spazieren gegangen und sich gedacht, Mensch, wie ist es eigentlich, wenn wir wieder auf die Insel zurückkommen? Ich war ja in Frankfurt und guckst du dich hier um und denkst du, Mensch, das ist eigentlich ein Paradies, ne? Speziell im Winter, wo kein Mensch hier da war. Und dann haben wir uns so gesagt, Mensch, guck mal, wenn hier keiner wohnt, dann sind doch alle Wohnungen frei. Da muss man doch eine Wohnung kriegen. Ja, 2 Jahre lang versucht, hier was zu kriegen, aber war schwer. Jetzt hat sich ein bisschen geändert, weil die Ferienwohnungen, Zweitwohnungsbesitzer, also die Leute, die hier vermieten, die müssen teilweise ihre Vermietobjekte aufgeben und dann hat man da vielleicht eine kleine Chance, dass man was kriegt, aber ja, die ist marginal. Oh, hier ist richtig Möwenalarm. Die feiern hier eine Party. Ja, die Blumenfahrt. Da irgendwo liegt auch die Marianne, aber das ist doch hinter dem Hafen. Das alte Schiff. Wann gesunken? Boah, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Marianne war ja
eigentlich kein Schiff, was hier im Verkehr war, sondern das war ein Partyboot. Das haben sie damals aus Stockholm hier hingeschleppt und haben gesagt, Mensch, jetzt können wir doch mit diesem Schiff hier irgendwie Gastronomie machen. Und da gab es natürlich keine Baugenehmigung. Und dann hat man das Schiff erstmal hier hingeschleppt und hat dann gesagt, dann lassen wir es einfach da liegen und benutzen das Partyschiff und schippern dann die Leute einfach im Boot raus. Das war aber auch nicht gewünscht. Und dann lag das Boot da verloren und die Sylter Jugend ist dann aber dahin und hat da Partys gefeiert. Der Zugang war ja möglich, weil das ja auch trocken lag dann bei Ebbe. Und irgendwann ist es abgepackt. Das war 40, 50 Jahre her. Ja, und seitdem liegt es da und verrottet die Reste in unserem Buch. Lost History. Wie heißt das? Lost Places. Lost Places heißt das, ne? Lost Places haben wir das mal alles erklärt, was so hier auf der Insel so ein bisschen im Geheimen liegt, wo auch nicht jeder Bescheid weiß. Oder Plätze, die auch Menschen, die einfach verschwunden sind von der Insel, die jahrelang hier das Gesicht der Insel geprägt haben. So, und hier stehen wir uns links an. Die kannst du auch halten vor solchen. Oh, das geht. Das geht, ne? Ja, dann wird es jetzt anstrengend. Wir rennen den ganzen Weg da hoch. Gehen Sie mal voran. Aber vielleicht ist es doch besser, wenn du es hältst, sonst wird das mit dem Ton schwierig. Ach, der Ton, meine Ton. Ja, du musst ja direkt. Ja, und das wird auch schneller dann, weil ich bin nämlich eine Marschiermaschine. Sagt man so. Bis zum Kreislaufkollaps. Ich gebe alles. Gelernt ist gelernt. Alles für den Dackel, alles für den Pluck. So, gehen wir da hoch? Ja, können wir hochgehen. Hier ist das Museum, wo man sich hier hochgekämpft hat. Gebaut. Nee, weiter. Frage, 1784 oder 1884 gebaut, das altfriesische Haus. Ich würde mal sagen 1784, sonst wäre es ja langweilig. 1793. Und ich sage 1739. Vom Walfänger Peter Uven. Und 4 Jahre später ist er ertrunken auf See von Hamburg nach Drontheim. Und Bleik Peter Uwe vergrößert das Gebäude und hat dann den Giebel da noch oben drauf gesetzt. Ja, da steht es auch noch mal ganz groß. Man muss aber schon auch Fantasie haben, ne? Da unten ist die 1, da oben die 7, dann die 3 und die 9. Ja, läuft bei den alten Friesen bei der Nummerierung. Ja, jetzt sind wir natürlich ein Stück weit weg vom Sylt-Museum, vom alten, obwohl wir können es auch sehen. Laufen wir dahin, Andi. Wir haben noch eh. Nein, wir laufen. Wir laufen ist doch gut. Ja, es gibt viele Geschichten, die hier zu erzählen sind. Ich kratze eigentlich nur an der Oberfläche. Ah, wir haben aber gelernte Inselguides tatsächlich, die hier noch mehr wissen über all das, was passiert ist in einem schönen Kaitum. Und es ist einiges passiert, dass das geben wir euch noch hier, und zwar das Inselmuseum. Ein ebenfalls alter Bau. Söllring-Museum heißt es natürlich. Ich entschuldige mich für das gebaut 1759 und 1908 als Museum eingeweiht. Und da kann man so ein bisschen die Ausstellung sehen. Da ist ein angedachter Rettungsschwimmerplatz.
Und hier, wie gesagt, die Ausstellung organisiert von zwei Insellegenden. Angelo Schmidt unter anderem, der hier für diese Ausstellung sich eingesetzt hat. Und die ist auch wirklich interessant. Denn Surfen, ja, Surfen und Sylt, das gehört zusammen. Wir sind ja hier im Augenblick beim Windsurf World Cup zugange. Zumindest Andi, der rumflitzt, fleißig Bilder macht. Und in den 50er Jahren war ein Rettungsschwimmer namens Uwe Draht, der war schon zugange und hat hier die fetten Rettungsschwimmerbretter gesurft. Und das mit einer Eleganz. Die Leute wussten gar nicht, wie das funktioniert. Die konnten auch gar nicht damit anfangen. Ja, und dann sind es immer mehr geworden. Irgendwann sind sie in der Biarritz, haben sich richtige Bretter geholt, kriegten dann auch dieses Wachs in die Hände und wussten erst gar nicht, was sie damit machen sollen. Surfwachs, er hat gesehen, dass die Leute schmieren Wachs auf die Bretter, damit sie besser stehen. Er wird das auch mal versuchen, so Überlieferung. Ja, und das hat geklappt. Und Sylt, die Surfkultur, das hat schon ein bisschen was auch, ich will es nicht beschreien, aber wie auf Hawaii ist es ein Teil eigentlich, weil jeder Sylter, sofern er denn schwimmen kann, tatsächlich auch immer gesurft ist, bestimmt. Und wenn nicht Wind, dann Kitesurfen oder eben Wellenreiten. Hier ist so ein kleines Häuschen. Das Üble an den Häusern ist, du rennst rein, denkst, ach, läufst du mal schön Kopf hoch und ich garantiere, du knallst mit dem Kopf an den Türrahmen, weil die Menschen waren früher doch ein bisschen kleiner. Ne? Hier ist übrigens die alte Inselapotheke. Apotheke. Mhm. Lang ist es her. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Ja, und jetzt die schleichenden Wege zurück durch den schönen Ort. Auf jeden Fall ist Kaitum immer ein Besuch wert. Ja. Das ist teilweise auch so ein bisschen Tradition. Die Leute kommen an, dann wird sich erstmal abends gehen sie irgendwo essen. Am nächsten Tag fahren sie erstmal nach List. Da gibt es erstmal bei Gosch ein Fischbrötchen. Oder halt raus nach Hörnum. Mattisen meine ich, heißt er. Da gibt es auch Fischbrötchen. Oder zu Blumen. Ne? Fischbrötchen muss sein. Und dann Kurpromenade einmal auf und runter schwubbeln. Am nächsten Tag nach Kaitum. Und so kannst du dein Wochenprogramm hier schon gut und nett gestalten. Ist ja auch sehenswert. Ja. Also es unterscheidet sich definitiv von anderen Orten an der See, finde ich. Einfach dadurch, dass wir halt diesen extremen Reichtum hatten im 18. und 19. Jahrhundert. Dadurch hast du hier ganz schöne Klöpse, die gebaut wurden. Und hier in Nielsens Kaffeegarten hat sogar eine eigene kleine Webcam. Und hier ist auch das Witthüs ansässig. Traditionsleben. Übrigens, es gab ja den Inselbahnhof hier und es gab auch einen Inselbahnhof in Kaitum. Der wurde zwischengesetzt. Das war also nicht hier der Kaitumer Bahnhof, wie wir ihn kennen, wo die Leute immer rum Kerum, sondern vielleicht kommen wir noch vorbei, so ein kleines Bahnhofsgebäude. Und da wurden die Leute abgeholt im Ersten Weltkrieg, die Verwundeten. Und die wurden hier zu Nielsens Kaffeegarten gebracht. Denn hier war ein kleines Lazarett. Der Zweite Weltkrieg hat das Gesicht der Insel komplett verändert, denn dann wurde Sylt zur Festung und auch zur Sanitätsstadt, also zum Sanitätsfestung ausgebaut. Unheimlich viele Lazarette. Und man munkelt sogar, dass es einen Tunnel gibt von der Nordseeklinik zum Flughafen. Das ist aber nicht belegt. Aber einige haben es mir schon erzählt und einige haben auch erzählt, sie waren da schon drin und sind da auch schon gelaufen, den Weg. Und irgendwann wurde er zugemacht oder ist nicht mehr zugänglich oder aus der Nordseeklinik raus müsste er geöffnet werden. Weiß man alles nicht, ne? Das ist alles geheim. Muss ja auch geheime Sachen haben auf der Insel. Ja, schöne. Das ist schon echt ein friedliches Stück Insel. Wenn man nur bedingt. So, der Kirchenweg
Ne? Dann wisst ihr, wo der Weg hinführt. Nämlich wieder zurück Richtung Kirche, vorbei an Häusern, die hunderte von Jahren alt sind. Viele davon bestimmt auch schon mehrfach renoviert oder restauriert. So ein bisschen natürlich auch um den Charme der Insel nicht zu verlieren. Ich denke mal, da hat man sehr viel Wert drauf gelegt, dass hier es genauso aussieht, wie es aussehen tut. Nämlich wie ein kleines Fischerdorf. Und hier haben wir versucht rauszubekommen, wer hier gewohnt hat. Es ist uns nicht gelungen. Wir konnten die Geschichte nicht mehr nachvollziehen. Weißt du es? Nein. Weißt du es? Hallo? Taubeviech? Nein. Auf jeden Fall kann man hier normalerweise Sylter Marmelade und auch Kartoffeln kaufen. Ich will mal hoffen, man ist ausverkauft und alles ist weg. Oh, da ist noch eine Dose. Nee, ist leer. Also die Leute stellen dann quasi ihre leeren Marmeladengläser hin, nehmen sich das und bezahlen das auch. Das ist fair. Hier ist nämlich die Inschrift dazu und die ist nicht mehr zu entziffern. Da sollte sich mal jemand die Zeit nehmen. Andi, was passiert mit dem Gimbal? Er dreht wieder durch. Hilfe. Der hat normal Gimbal. So, zurück zu unserem Kapitänshaus. Also, es gibt hier eine Inschrift, die ist aber tatsächlich überhaupt nicht zu entziffern. Leider. Und wir haben halt versucht, anhand der Also wenn ihr einen Gimbal habt, dreimal drücken. Andi hat mir heute seinen Gimbal geliehen. Ich habe normalerweise einen DJI. Habe ich euch mal verlinkt unten. Aber ich habe dummerweise den magnetischen Festhalter vergessen. Und deswegen hat mir Andi seine Kamera, seinen Gimbal geliehen. Und weil er mir nicht traut, läuft er mir jetzt hinterher, dass ich ja nicht mit dem Gimbal flüchte. Oder was war der Deal? Ja. So, Prösweih. Auch schöne Häuser. Ja, und jetzt gehen wir schon wieder Richtung Norden, am Wattenmeer vorbei. Hier waren wir schon. Oh, ein anderer Winkel jetzt. Und jetzt wird das Licht auch richtig schön. Also goldener Herbst, würde ich mal sagen. Ja, wir kommen jetzt in die goldene Stunde, ne? Ja, Golden Hour, also die schönsten Aufnahmen des Tages opfert Andi im Prinzip jetzt für diese Tour, weil normalerweise steht er natürlich jetzt bei den Windsurfern in Westerland am Strand. World Cup, 40-jähriges Jubiläum, eine riesen Veranstaltung mit einer riesen Zeltstadt. Pro7 hat sich extra da Zeit genommen, auf die Insel zu kommen und berichtet, oder ist es RTL, ich weiß es gar nicht. Konkurrenzsender, ne? wir haben ja auch lange Zeit immer sehr ausführlich darüber berichtet. Jetzt ist halt so, ist kein Wind, müssen wir nicht berichten. Bei den Rennen haben die Deutschen auch nicht so abgeschnitten, wie wir uns das alle erhofft haben. Also, ich glaube, wir haben keinen einzigen Fahrer oder Fahrerin auf dem Treppchen, ne? Nein. Oh. Okay, der Wind war. Ein Philipp Köster in den Rankings oben dabei. Nina Erpenstein mit Gesamttitelambitionen leider auch nur Vierte geworden im Wave. Ja, bitter. So. Leute haben da jetzt nicht geglänzt, aber ist nicht so schlimm. Dabei sein ist alles und sie haben ja immer eine gute Zeit auf Sylt. Und wer ausschaltet, kann halt immer noch gut zur Party gehen. Wobei das sich auch geändert hat. Also früher war es so, da war hier Halligalli auf der Insel, wenn die Surfer da waren. Und die haben sich dann nachts auch wirklich die Party um die Ohren geschlagen, bis der Arzt kommt.
Ja, heute direkt aus dem Zelt aufs Brett. Ja, und heute ist es so, da sind die Jungs oder Mädels um 10 Uhr im Bett und haben maximal noch einen Termin mit einem Physiotherapeuten. Aber dabei gibt es viel weniger Geld zu verdienen. Also früher hast du ja als Windsurfer schon 100.000 bekommen, wenn du eine Halse fahren konntest. Heute können vielleicht die ersten 4, 5 tatsächlich vom Windsurfen als Profi leben. Der Rest, ja, versucht es, mehr schlecht als recht. Das ist halt kein Fußball, das ist halt in Anführungsstrichen nur Windsurfen. Ja, Leute, Kaidum. Es ist best. Ich finde, man geht auch viel zu wenig spazieren auf der Insel. Ist es ohnehin so, dass wenn du als Sylter, du gehst kaum an den Strand. Also ich spreche auch mal mit vielen Leuten und frage sie, ja, wann warst du das letzte Mal am Strand? Die Leute, die jetzt neu auf die Insel kommen, sind natürlich im Sommer so oft es geht da. Auch abends zum Sonnenuntergang, da wird dann immer fotografiert und bei Instagram gepostet, kennst du. Leute, die schon lange oder hier gebürtig sind, die sieht man nicht so häufig tatsächlich am Strand, weil kennen wir ja. Ne? Sind sie mit groß geworden. Ja, und das ist nichts Besonderes, es sei denn, man surft, dann ist man natürlich oft da. Heute war auch ein schöner Tag, eigentlich mit ganz kleinen Longboardwellen. Oh, er ist immer noch, jetzt hat er zum Nachbarn gewechselt und mal lucht hier weiter. Das fällt auch hier auf, du hast unheimlich viel Hausmeister-Service auf der Insel. Und da hat jemand seinen Kochtopf vergessen. Mit Äpfeln. So, das ist so ein. Kannst du malen, das Ganze, ne? Zum Not kannst du es mitnehmen. Ich glaube nicht. Da ist auch ein kleines Schälmesser dabei. Oh, Hochkant ist sogar. Ich will nicht Hochkant. Das reagiert auch nicht mehr. Doch, da, so, weiter geht's. Ja, habe ich was zu schneiden, Andi? Mir ist eh, nach so einer langen Tour muss man sich auch mal ausruhen können. Ja, wir sind ja schon relativ lang unterwegs, eine Stunde. Ich glaube nicht, dass viele Leute das komplett durchgucken werden, aber einige vielleicht doch, weil sie es ganz interessant finden. Andere Leute denken sich so, hey, was sind das denn für rasende Reporter. Und die Sylt-Kenner werden bestimmt den einen oder anderen fachlichen Fehler gefunden haben. Aber ich habe versucht, das so gut wie möglich wiederzugeben, mein Wissen. Aber dafür gibt es ja die Kommentarfunktion, dass man uns dann aufklärt, ja, mit, da habt ihr nicht ganz richtig gelernt. Genau. Und nochmal der Hinweis, das hatten wir bei der letzten Übertragung. Da hieß es dann, ja, immer dieser Neid, dieser Missgunst, um das nochmal klarzustellen. Wir neiden niemanden das Haus auf der Insel, um Gottes Willen. Wir finden das gut. Leute haben lange und hart dafür gearbeitet, sich hier vielleicht ein kleines Anwesen oder eine Ferienwohnung zu kaufen. Das ist schön. Noch schöner wäre es natürlich, wenn sie sich als Teil der Insel dann auch fühlen und auch so agieren. Das heißt, an der gesellschaftlichen Arbeit oder auch Feierlichkeiten teilnimmt und diese Wohnungen oder Häuser nicht nur als Spekulationsobjekt sehen. Und das war Teil meiner Kritik auch bei der letzten Tour, dass einfach Häuser leer stehen, nicht genutzt werden, während 4.000, 5.000, 6.000 Leute jeden Morgen auf die Insel pendeln müssen, weil sie einfach kein Haus hier oder keine Wohnung kriegen. Also nicht verwechseln. Missgunst und Vernunft. Ja, schöne Gärten hier, Andi, ne? Ja. Wir haben eine Menge Gärtner, eine Menge gute Arbeit geleistet. Allein diese, wie heißen die Bäume noch? Du bist doch so ein, also ist ein Ginkgo-Baum? Nee, ne? In der Botanik bin ich leider nicht bewandert. Ich bin bei der Botanik. Heißt ja auch Kaidum Royal. Ferienwohnung, ja, logisch. Aber. Ja, das sind, oh, die Fachleute unter euch wissen es, eine Zeder. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das mal rausgehauen, weil das ist der einzige Nadelbaum. Mal hier dieses Haus von der Architektur, auch ein Traum, ne? Erst ein Haus gebaut und dann noch ein kleineres daneben und das verbunden. Eine Riesenfamilie wahrscheinlich. Oder das Vieh.
Das wird ja auch immer gerne. Im Prinzip war das ja der sicherste Platz der Insel, so, wenn du hier gewohnt hast. Hier hast du keine Hochwasser. Während du in Rantum, da kommen wir auch noch mal zu. Das werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage noch drehen, weil schönes Wetter ist. In Rantum standest du halt immer bis zu den Knien im Wasser. Da war auch so deichmäßig nicht viel los. Da haben auch nicht viele Menschen gewohnt. Und da ist ja das Rantum Inge, ein altes Haus, was auch so ein bisschen verfällt im Augenblick. Hinterm Deich, vorher war da kein Deich. Ja, das war kein Zuckerschlecken damals, ne? Das Leben auch an der Küste. Natürlich traumhafte Sommer wahrscheinlich auch, ne? Aber im Sommer waren die Frauen mit der Feldarbeit und Versorgung der Kinder und allem und der Mann war auf See, ne? Meinst du im Sommer? Ich meine, deswegen feiern wir das Biegefest, weil im Februar wurden die Männer verabschiedet zur Fischsaison, zur Walsaison. Die ging ja dann 6 Monate. Ja, und dann sind wir wieder da. Also wer es geschafft hat. Ja. Also sehr, 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 sehr viele Leute sind gestorben. Aber die, die es geschafft haben, die waren dann reich, weil die Beute wurde ja traditionell geteilt zwischen den zwischen Besatzung und Kapitän. Kapitän durch das meiste, der Räder natürlich viel, aber auch die Besatzung hat ihren Anteil bekommen am Ganzen. Und das war für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, und die Heuer, die haben sie dann genommen und haben sich dann hier niedergelassen. Oder halt im nächsten Hafen versoffen. Ne? Wie das so ist. An der Reeperbahn um 12:30. Ja, wieder zurück. Keidemer Kirche ist nach wie vor mega interessant. Und hier nochmal die lustige Form der Kirche. Unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was man eigentlich als Kirche bezeichnen würde. Sieht halt ganz anders aus. Das hat nicht so diesen klassischen Kreuzgang, nennt sich das, glaube ich. Ja. Wenn man von oben guckt, dass dann nur das Kreuz quasi dargestellt wird als genau. Kirche. War damals auch mehr Fluchtpunkt für die Menschen. Und wenn hier irgendwas passiert ist, hat man sich halt hierhin zurückgezogen. Ja. Mal hier rumgehen. Der Brunnen ist ja schön. Blauschilf. Upsa. So, das wäre einfach ein gutes Standbild. Einfach mal eine Stunde das senden. Zur Beruhigung, Meditation. Ja. So, hier wird es jetzt immens hell. Und natürlich dürfen wir nicht in die Kirche rein. Oder wollen es nicht, heute Morgen eine Beisetzung. Dann war ja eine Hochzeit und ich weiß gar nicht, jetzt wahrscheinlich schon geschlossen, das Ganze war. Hier sind noch Blütenblätter von der Hochzeit über. Und hier alte. Herr Scheele, gestorben 1806. Im Alter von 50 Jahren. Ich werde wohl zu ihm folgen. Etc. Ja, Leben und Tod hier nah beieinander. Wie gesagt, heute Morgen Beerdigung, dann nachmittags eine Hochzeit. Von alten Sultanen ist das immer, nimmt man auch so ein bisschen mit. Am Ende ist Sylt ja doch ein Dorf. Man kennt sich. So, Leute, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe mal, es war ein bisschen interessant und ihr habt uns folgen können.
geht noch weiter. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag.